Willkommen zurück bei X4. Und wir sind tatsächlich in Schwarze Sonne 4 gelandet, wo uns unser Ausrüstungsdock erwartet. Super. So, mal gucken. Höhlenteilefabrik. Wenn ich jetzt hier jemanden anfunke, sagen wir mal dich. Hallo, mein Freund. Wo finde ich eine Schiffswerft? Ach, Pappnase. Guten Tag, meine Gute. Wo finde ich eine... Tut mir leid, das weiß ich nicht. Ach, ihr enttäuscht Komm, mich. Kanal offen. Wie sieht's mit dir aus? Gute Frau, wo finde ich eine Tut mir Schiffswerft? leid, das weiß ich nicht. Ach, wirklich, Leute. Ich denke, ihr kennt euch hier aus. Na gut, dann werden wir mal auf dem Raumdock. Warte mal, wie viel haben wir jetzt entdeckt? Wie wär's denn, wenn wir mal in die Richtung einfach so einen Kreis fliegen? Sagen wir mal, wir fliegen jetzt hierher. Also zuerst natürlich zum Raumdock. Genau. Argon-Ausrüstungsdock. Andock-Erlaubnis. Jawohl. Mal gucken, was wir hier schönes abgreifen können. Und vor allem, ob wir unsere Krempel loswerden. Wir haben ja ein bisschen was eingesammelt. Nämlich Nividiumoxid für einen ganzen Kredit. Und den Kredit will ich gerne haben. Juhu, so, Stücke driften, jawohl. Hohoho, jetzt mal langsam. Ah, da drüben, okay. Wow, ruckelt das. Das liegt aber nicht an meinem Rechner. Der sagt mir gerade, der langweilt sich. Den juckt das Spiel gar nicht. So, Stücke vorwärts. Und... Na, noch ein Stück vor. Jetzt hat er gegriffen. Klonk. Juhu. Willkommen. Handeln. Antriebsteile. Energiezellen. 21 Credits zahlt ihr. Schildkomponenten. Smart Chips. Ja, haben wir alles nichts. Schiff hat den... Ach so, brauchen wir nicht. Gut, abbrechen. Oh, warte mal. War da eben angedocktes Schiff aufrüsten und... Ah, mal gucken. Waffen. Was haben wir denn? Ionenblaster Mark 1. Erfordert mich nicht. Ionenblaster Mark 2. 50.000. Ach so. Software. Ah, ich verstehe. Wir können den verkaufen. Wir können den kaufen. Wir haben nur 30.000 Kredit. Ach so. Voraussichtliche Bauzeit eine Stunde. Da hätte ich zumindest eine bessere Waffe. So, was bist du hier oben? Schildmark 2 für 13.000. Schildmark 3 für 66.000. Ja, toll, wir können ja nicht unsere 200.000 jetzt dafür abgeben. Okay. Also. Ein besserer Schild würde uns eigentlich gut stehen.
Aber auf die Waffe würde ich, glaube ich, eher verzichten. Dampffeuer-Raketenwerfer, zielsuchende Raketenwerfer, Pulslaser. Das ist das Ding, was wir jetzt haben, wa? Hier. Den haben wir. Waffenleistung 45 Megawatt. 1,7 Schüsse pro Sekunde. Der kann schon 50 Megawatt. Okay. Und so eine Plasmakanone? Oh. Also, wir brauchen entweder eine Plasmakanone oder so ein Pulslaser Mark II. Okay, mal gucken. Hier ist der Pulslaser Mark II. Ach so, das Ding heißt Ionenblaster. Zeig mal, was der kann. 400 Megawatt. 5 Schüsse pro Sekunde. Das klingt doch eigentlich. Wow! 2 Kilometer Reichweite. Ach so, der hat aber eine geringere Reichweite. Das heißt, entweder nehme ich eine Plasmakanone. Pulslaser Mark II würde mir helfen, weil der hat noch mehr Reichweite. Und der Ionenblaster 410 Megawatt. Warte mal. Der hat eine geringere Reichweite. Den habe ich jetzt drin. Wenn ich den einbaue, kostet mich ja 50 Riesen. Bloß warum ist der so viel günstiger? Als der hier. Ist es ein Rückschritt? Ich probiere es mal. Einmal Elite Angreifer. Alles in Ordnung. Aktueller Kontostand. Finaler Kontostand. Kostet uns ja fast gar nichts. Bestellung bestätigen. Okay, wir gucken uns die Kanone mal an. So, und jetzt. Ah. Ah, die bauen fröhlich. Okay, dann baut mal hier, Jungs, und ich gucke mich mal beim Händler um. Guten Tag. So, Händlerbereich. Hallo, Hallo. kann ich helfen? Ja, gerne doch. Zeig Bitte mir doch mal sehr. dein Angebot. Agnus Steaks haben wir nicht. Haben wir nicht. Kannst du mit unserem Nividiumoxid nichts anfangen? Wo finde ich denn einen Sende Ihnen Schiffshändler? jetzt die Informationen. Danke. Sehr freundlich. Finde Janet Huermont. Da hinten. Oh, du bist ein Schatz. Schiffshändler. Wie komme ich da hin? Gibt es hier keine Förderbänder? Moment. Ich wollte nicht zu meinem Schiff beamen. Ich wollte zum Schiffshändler. Oh, jetzt habe ich die falsche Taste gedrückt. So, nochmal. Da war nicht. Da. Laufen. Laufen. Springen. Ah, wenn man Shift gedrückt hat, für schneller laufen. Na gut, so viel schneller laufe ich nicht. Springen. So, Schiffshändlerin.
Wir können ein neues Schiff kaufen. Hallo. Hallo. Ich habe gehört. Nee, ich möchte kein Schiff ausrüsten, ich möchte ein neues Schiff kaufen. Nein, gute Frau. Ich suche jemanden. Hallo. Ja, und zwar, wo finde ich Es tut mir leid, aber das weiß ich nicht. Ja. Dann tschüss. Ich will mein Schiff nicht ausrüsten. Das habe ich gerade gemacht. Ich will ein Schiff kaufen, wie zum Beispiel dieses hier. Ey, Jungs. Habt ihr... Hallo, mein Freund. Hallo. Hallo. Besatzungsmitglied. Wo finde ich? Tut mir leid, das weiß ich nicht. Tja, schade. Schönes Schiff hast du. Sag mal, könntest du nicht einen kleinen Unfall haben und mir das Schiff vererben? Wie sieht's aus? Wow. Sieht gut aus. Seid ihr fertig, ja? Gut, dann würde ich sagen, abdocken. So, wo geht's denn raus? Links oder rechts? Auf beiden Seiten. Na gut, dann. Juppia, hey. Jetzt will ich mal sehen, was die neue Kanone bringt. Okay, sie hat eine geringere Reichweite, das weiß ich. So, aber damit kann ich leben. Verteidigungsstation. Okay, wir müssen jetzt hier einmal rumfliegen. So. Wow! Haha! Einmal beschleunigen, bitte. So. Ding, ding, keine unbekannte Station. Also, ich werde so einmal im Kreis fliegen. Weil hier muss es auch irgendwo eine Schiffswerft geben. Wir brauchen schließlich ein Schiff. Und Gerüchten zufolge geht das ohne Schiffswerft nicht. So, nichts. Gut. Ich fliege jetzt noch bis runter. Und dann fliege ich dorthin. So. Schön bremsen. Sehr gut. Und dann fliegen wir hier einmal rundherum, bis wir diese dumme Schiffswerft haben. Ich wette, bei meinem Glück ist die Schiffswerft genau hier. Oder? Oder ist dieses hier? Da drüben ist was. Kenne ich das schon? Hafenraffinerie. Komplex für veredelte Güter. Kenne ich das schon? Ja. Graphenraffinerie, Komplex. Und da ist die Argon-Verteidigungsstation. Ist das da die Argon-Verteidigungsstation?
Forschungsstation. Ja. Okay. Das heißt, ich fliege jetzt dorthin. Und dann hier hoch. Komplex für veredelte Güter. Gut. Aha, aha. Bringt mir nicht viel. Ach, das ist unsere Navigationsbarke zu dem Spalt im Raum, durch den wir darüber gesprungen sind. Soll mir recht sein. Soll mir recht sein. So, viel gibt es hier aber nicht mehr zu entdecken, glaube ich. Vorschlag. Wir haben jetzt neuen Laser. Das heißt, wir beenden jetzt die Runde. Ich drehe hier weiter und sobald ich eine Station entdecke, bin ich beim nächsten Mal wieder da. Und deshalb sage ich von hier aus, tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal und see you later.